Hallo meine Lieben, wir sind wieder da. Wir haben heute den 7. und wir sind jetzt auf dem Stock, wo die Sprachkurse stattfinden und die Perkussion. Ihr seht nachher noch ein kleines Interview mit dem Augustin Barajas. Der hat ja heute Morgen seine Tangos gemacht und die Seguiria und alle sind total begeistert von seiner Art, auf den Flamenco zu schauen. Heute Abend haben wir wieder einen denkwürdiges Ereignis hier. Wir werden Noche de Poema haben. Wir freuen uns auf euch. Ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, dass wir können in einem so fantastisch schönen Palast bleiben, umgeringt von dem gesamten Frührenaissance-Gefühl von Spanien. Und diese Gebäude insbesondere hat Details, die sind atmungsberäubend. Ich skizziere hier den Kuppel von dem Dom, denn ja, man kann es fotografieren. Und es gibt viel in einem Fotograf, die man bekommt, die ich nicht auf die Skizze bringen kann. Zum Beispiel die Farbänderungen in die Kacheln und so weiter. Aber man versteht die Architektur eines Gebäudes viel, viel besser, wenn man es skizziert. Denn dann sieht man, wie die verschiedenen Teile zusammengebracht sind, was die Proportionen sind. Und es ist auch gutes Training fürs Auge. Und fürs Erinnerung. Und Erinnerung ist immer bei Flamenco-Tanzen wichtig. Ich bin hier mit dem berühmten Tänzer Augustin Barajas. Hola, Augustin. Der macht die Seguiria und die Tangos. Y mi pregunta es, ¿cómo son los alemanes en el baile? Pues vienen siendo como es su personalidad. Muy disciplinado. Für sie ist es wie ihre Persönlichkeit. Sehr diszipliniert, sehr ernst. Sie wollen lernen und vor allem wollen sie alles so lernen, dass sie es später auch entsprechend ausführen können. Es ist sehr schwierig, die Dinge richtig zu machen. Da ist es nicht so wichtig, viel Material zu lernen, sondern das Wichtigste zu behalten und es dann auch richtig umzusetzen. Und das können die Deutschen sehr gut. Y bien, y los alemanes para eso tenéis mucha cabeza. Gracias, tú sabes, para nosotros es un honor que tú haces la clase. Y yo conozco a ti de pequeño y tú puedes hablar algo sobre tu carrera porque es muy interesante. Tú has empezado con Mariquilla y Tatiana, pero tú has hecho mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mis comienzos fueron en la cátedra de flamencología con Mariquilla. Ja, ich habe Erfahrung mit der Flamenco-Kathedra von Mariquilla, eine der größten Lehrerinnen, die wir haben. Ihr verdanke ich alles. Es ist nicht nur der Tanz, sondern vor allem die Disziplin, der Kompass, der Rhythmen und eine persönliche Entwicklung. Dies wird benötigt, um ein besserer Künstler zu sein. Nach der Lehrzeit mit Mariquilla, mit Auftritten in den Jardines Neptuno und der Compañía von Tatiana, habe ich meinen eigenen Weg eingeschlagen, um, was wichtig ist, auch von anderen Lehrern zu lernen wie Manolete, Mario Maya. Ich ging nach Sevilla, um von Lehrern wie Matilde Corral, ihrer Tochter Rocío Corral, andere Stile und Techniken zu lernen, wie zum Beispiel den Mantón de Manila von Matilde. Ich lernte auch von Javier Barón, einem weiteren großen Künstler unseres Landes und traf mich mit jüngeren Leuten in Madrid, wie zum Beispiel Rubén Olmo, dem Director de Baile Nacional, und vielen anderen Lehrern, um meinen eigenen Weg mit meiner eigenen Gruppe zu finden. Haciéndome mi camino. Oh, gracias. Con mi propia compañía. Nosotros va a venir a ti y a Tatiana en la Venta Luciano, ¿no? En Viernes. Y mira, meine Lieben, wir werden am Freitag einen tollen Auftritt sehen mit den Kathedras, mit Augustin und Tatiana. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Gracias a ti. Gracias a ti siempre. Dass ich diesen wundervollen, magischen Abend erleben durfte, obwohl ich kein Wort Spanisch kann, habe ich alles verstanden, weil die Emotionen so voll rüberkamen und diese Spontanität, dass Tänzer aufgesprungen sind, mitgetanzt haben, dass das Publikum mitgemacht hat. Es war einfach magisch, bezaubernd und total herzrührend. Y despediente.
Ja, es war ein ganz wunderbarer Abend. Die Marikia ist wirklich nicht nur eine Tänzerin und Dichterin, sondern auch wirklich eine Schauspielerin. Das war sehr, sehr beeindruckend, wie sie das alles gemacht hat. Atmosphärisch, einfach nur atmosphärisch, selbst wenn man auch kein Wort Spanisch versteht oder spricht. Das ist so eine profunde Emotion, die transportiert wird von der Marikia in dem Gesamtpaket, auch mit dem Gitarristen. Es ist unglaublich. Es ist Gänsehaut, die Tränen kullern, man ist so beeindruckt und ich habe noch mehr Demut vor dem Flamenco bekommen. Also ich bin immer noch ziemlich berührt, muss ich sagen, von der Noche de Poema. Auch wenn ich in Spanisch nicht alles verstanden habe, aber ich habe es gefühlt, ich habe Gänsehaut gehabt und ich habe vorhin gesagt, also Marikia, egal was sie macht, ob sie tanzt, ob sie unterrichtet oder ob sie heute Abend rezitiert, es ist einfach immer ein Genuss und immer professionell und immer mit Herz. Aber soll ich da noch hinzufügen? Also es ist unglaublich, an sowas teilnehmen zu dürfen. Und diese Musik, der Gesang, die Gitarre, der Tanz, unglaublich, passt alles zusammen, ist eine andere Kultur. Trotzdem berühren wir uns da und dann diese betagteren Leute wie die Marikia und der andere Sänger, was die für eine Kraft haben, das ist Wahnsinn. Also kann ich nur sagen, so wie letztes Jahr auch, increíble. Con los bancos. ¿Qué toma?